Ja. Oh, Herr Pfarrer, was für eine Freude, Sie hier zu sehen. Lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Mal schauen, ob die Freude anhält. Hat Ihnen meine Rede gefallen? Rede halt. Ich vermisse ein bisschen den Geist der christlichen Nächstenliebe. Aber wir weihen doch nächste Woche den katholischen Kindergarten ein. Ich freue mich schon auf eine gemeinsame Eröffnung. Mein Mann hat den Bau überhaupt erst möglich gemacht, auch finanziell. Noch froh. Das nenne ich wahrhaft großzügig im Sinne Jesu. Lasset die Kinder zu mir kommen. Auch die ausländischen. Ah, Edmund. Gut so? Mhm, danke. Ich bin ziemlich verspannt. Naja, liegt ja auch alles auf deinen Schultern. Ja. Erst der Wahlkampf, unser Sieg, dann der Mord. Der neue Pfarrer ist auch ganz anders als der alte, nicht? Ein Klugschwätzer ist das. Hat er dich geärgert? Nein. Ja, kann sein. Der Bischof hat dich doch gebeten, ihn wieder anzurufen, wenn der Pfarrer Ärger macht. Man erzählt sich, dass er den halben Ort nach der Mordnacht und der Hochzeitsfeier ausgefragt hat. Er steckt seine Nase überall rein. Mit dem haben wir noch unsere Freude. Das sag ich dir. Meine Gemeinde kann man auch wieder verlieren. Ich weiß nicht. Nach so langer Zeit hast du immer noch Skrupel? Manchmal wünsche ich mir, du hättest auch noch ein paar. Nein. Nein, nein. Du wünschst dir, dass wir gewinnen.